Hallo, ich habe heute eine kleine Geschichte für euch dabei, um es genau zu sein, so wie ihr es lesen könnt im Titel. Eine kleine Geschichte. Ich komme, wie vielleicht nicht jeder weiß, aus Franken, um genau zu sein, aus dem schönen Nürnberg in meiner Muttersprache Fränkisch. Ist es natürlich Nemberg. Ich spreche zur besseren Verständlichkeit möglichst Hochdeutsch und auch, weil ich es gewohnt bin. Allerdings habe ich eine kleine Geschichte für euch und deswegen möchte ich die eben mal erzählen und ich dachte, ich darf auch ein bisschen mein ursprüngliches Blut, Herzblut, meine Herkunft, meine Wurzeln mit reinbringen. Deswegen heißt es eine kleine Geschichte. Die ganze Sache dreht sich so ein Stück weit um diese wunderschöne Ukulele. Vielleicht habt ihr sie schon mal gesehen. Ich habe sie schon das ein oder andere Mal gezeigt, aber nicht viel dazu erzählt. Ich bin generell ein sehr musikalischer Mensch und habe schon fast mein ganzes Leben lang Musik gemacht und mich auch immer darüber gefreut. Allerdings wollte ich irgendwann von meiner Klarinette weg und wollte erst Gitarre lernen. Das hat nicht so richtig funktioniert. Ich habe mich zu klein dafür gefühlt, zu kurze Finger und wollte dann eben Ukulele lernen. Da war es dann so, dass ich eben vor mittlerweile 2 Jahren eine schwere Erkrankung hatte, eine schwere Gürtelrose. Also der Verlauf war sehr schwer. Und danach habe ich mir dann selbst quasi das Geschenk bereitet, dass ich mir genau diese Ukulele ausgesucht habe, sehr bewusst und sehr genau, weil ich wollte ein wunderschönes Übungsinstrument haben, um meine rechte Hand wieder zu trainieren. Denn die war damals noch von der Gürtelrose sehr beeinträchtigt und ich habe etwas gesucht, was ich machen könnte. Ich bin als Therapeutin, als Ergotherapeutin täglich mit Menschen konfrontiert, die zum Beispiel die Finger nicht so bewegen können, wie sie das wollen. Und mache deswegen permanent Übungen mit meinen Patienten. Ich wollte also keine Übungen noch zu Hause machen. Ich wüsste genug dafür. Darum geht es nicht. Aber ich habe mir gedacht, ich bin da selber die Person, die das nicht unbedingt gerne durchsetzt und ja, durchzieht. Also zog ich los und habe tatsächlich einen wahnsinnig netten Mitarbeiter eines eigentlich Gitarrenladens gefunden, der mir alle möglichen Ukulelen gezeigt hat und auch vorgespielt hat. Ich habe mich dann für dieses Exemplar eine Sopran-Ukulele von Cordoba entschieden und ich liebe sie nach wie vor immer noch sehr, 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 sehr. Ich spiele sie auch sehr gerne. Allerdings bin ich nicht der Typ, der gern was vorspielt. Deswegen an dieser Stelle Entschuldigung, aber so richtig viel wird es davon jetzt nicht geben an dieser Stelle. Warum spielt diese Ukulele denn jetzt eine Rolle? Mir hat sie sofort wahnsinnig viel Freude bereitet und ich konnte sie die ersten paar Tage kaum aus der Hand legen. Und war total darauf fixiert, begeistert jedes Mal, wenn ich sie in die Hand genommen habe. Natürlich ist es beim Instrument so, man kann die nicht einfach sofort perfekt spielen. Dennoch hatte ich hier den Eindruck, ich kann mit sehr, sehr wenig, was ich erst lernen muss, sehr, sehr viel schon erreichen. Und der Klang ist immer toll und begeistert mich sofort. Was vor allem der Fall ist, man könnte hier mitsingen, wenn man dann singen könnte. Und daran übe ich aber. Auch das wird jetzt an dieser Stelle hier nicht folgen. Jetzt könnte diese Geschichte zu Ende sein und ich könnte sagen, ach wie toll, ich habe ein Instrument und ich habe es nicht nur als Instrument genutzt, sondern ich habe es auch als Trainingsgerät für meine rechte Hand verwendet und habe damit mir viel Freude bereitet, vielleicht manch anderen Menschen auch, aber vor allem habe ich meine rechte Hand wieder gut trainiert. Damit ist aber diese Geschichte nicht zu Ende, weswegen ich sie auch erzähle, denn ich hatte das Vergnügen, vor circa einer guten Woche eine Patientin vor mir sitzen zu haben, die definitiv einen durchaus schweren Weg, Lebensweg hat. Wobei das natürlich immer relativ ist, aber leicht wird diesen Weg niemand nennen. Und aus Datenschutz und natürlich auch Gründen der Privatsphäre werde ich nichts weiteres zu dieser Frau sagen. Allerdings haben wir uns dann über verschiedene Sachen unterhalten. Ich wollte nicht nur bei den trüben, traurigen Themen bleiben, sondern ich habe dann eben gefragt, was sie denn außer der Malerei noch so interessiert. Und dann hat sie mir eben gesagt, ja, Gitarre spielen würde sie total gern. Und dann habe ich eben von meiner Geschichte erzählt. Ja, ich fand meinen Weg, meinen eigenen, dass ich Gitarre lernen wollte und das dann aber doch nicht gemacht habe und sehr glücklich mit meiner Ukulele bin, irgendwie sehr passend, um zumindest mal zu zeigen, es muss nicht immer genau das Ziel sein, dass wir uns erstmal überlegen oder bei dem wir meinen, da müssen wir hin. Je mehr wir das von uns selbst verlangen, desto schwieriger wird es, habe ich zumindest meist den Eindruck. Das heißt, ich habe sie so ein Stück weit auf die Idee mit der Ukulele gebracht. Sie war sofort sehr begeistert und hat sofort auch angefangen,
die darauffolgenden Tage sehr intensiv zu recherchieren, sich mit einer Bekannten noch auszutauschen, die selbst Musiklehrerin ist, und sich dann natürlich umzuschauen, wo kriegt sie am besten eine gute Ukulele her. Und auch das war wahnsinnig faszinierend, denn in weniger als einer Woche besaß sie plötzlich eine Ukulele und vorher wusste sie noch gar nicht davon, dass sie überhaupt eine vielleicht haben wollte. Und vor ein paar Tagen wiederum hat sie mir dann wieder gesagt, ja, sie hat die jetzt, sie übt fleißig darauf und es bereitet ihr sehr viel Freude. Und sie hat sich bei mir bedankt, weil sie meinte, es wäre so schön, dass sie ja nur durch mich darauf gekommen sei. Und ich glaube aber, wir brauchen oder wir finden im Leben immer mal wieder Menschen und die geben uns den richtigen Anstoß. Wir selbst entscheiden, was wir damit machen und ob wir offen dafür sind. Aber letztendlich glaube ich, es gibt immer wieder Wege und es gibt immer wieder Kontakt und Beziehung, an deren Stelle wir merken und erleben dürfen, was vielleicht für uns vorgesehen ist. Also wir müssen gar nicht alles selbst wissen und erfahren und erleben. Wir müssen nicht selbst alles erfinden und unseren Weg schon wissen und kennen, sondern es reicht, wenn wir offen sind, denn manchmal kommt das eben zu uns. Und durch die Geschichte mit dieser Patientin habe ich wieder auch meine Ukulele anders gesehen und war wiederum viel dankbarer dafür, dass ich sie habe. Dass es für mich damals eben der Weg war und ich mir dachte, ich bin mir jetzt da nicht zu, das ist mir nicht lächerlich oder irgendwas anderes dergleichen, dass es so ein kleines, lustig klingendes Instrument ist. Und dass ich eben von mir behaupte, ich sei zu klein dafür, für eine Gitarre und habe deswegen lieber eine Ukulele. Sondern dass ich auch einfach stolz und froh darüber sein kann, mich daran erfreuen kann, was ich hier tue und ja, dass ich diese Ukulele spielen kann und darf. Deswegen wollte ich das einfach einmal mit euch teilen. Vielleicht hat der eine oder andere auch so eine Geschichte und möchte die gerne natürlich in den Kommentaren lassen. Oder ihr spielt überhaupt ein Instrument. Auch das würde mich sehr interessieren, denn hier geht es natürlich eigentlich um Bücher. Aber was haben wir in diesen Büchern? Wir haben immer eine Geschichte. Und ich glaube, wir selber können auch Geschichten erzählen. Ich für meinen Teil dachte immer, wenn es darum ging, dass ja Menschen aus der Generation meiner Eltern einen Schwank aus ihrer Jugend erzählt haben, da dachte ich immer, ich habe sowas gar nicht. Ich könnte sowas niemals erzählen. Ich hätte gar keine Geschichte zu erzählen, die wichtig genug ist. Und mit der Zeit habe ich gelernt, es gibt Geschichten. Und jeder darf entscheiden, welche natürlich wichtig genug ist, sie weiterzuerzählen. Vielleicht habt ihr aber auch eine besondere Geschichte mit Therapie oder vielleicht auch mit Musik gemacht. Auch das finde ich sehr spannend, denn auch Musik kann Geschichten erzählen, unabhängig von meiner Geschichte mit meiner Ukulele. So, an dieser Stelle wünsche ich allen, die auch ein Instrument spielen, frohes Spielen, Üben, Lernen und daran erfreuen. Allen, die gerne Musik hören, natürlich ebenso das Gleiche. Dazu tanzen ist das Ideale. Und beim nächsten Mal, ja, wer weiß, gibt es vielleicht noch eine andere Aglone Geschichte. Macht's gut, lest schöne Bücher und bleibt gesund. Tschüss. So, zum Ende ihrer Reha-Zeit hat mir die entsprechende Patientin, von der ich erzählt habe, auch noch wunderschöne Dinge geschenkt. Das ist ein kleiner Keilrahmen, den sie bemalt hat selbst mit einer Ukulele und Mahalo drauf. Mahalo heißt Danke auf Hawaiianisch und ich habe mich riesig darüber gefreut. Und sie hat mir außerdem diese wunderschöne Karte noch gemacht. Fast bin ich gefallen, aber nun kämpfe ich mich zurück. Menschen wie sie sind der Ast, der mir Halt gibt. Danke. Und ich kann nur sagen, für das, dass sie erst vor wenigen Monaten überhaupt das Malen für sich entdeckt hat, ist das wunderschön. Sie hat so eine schöne Lebensfreude zurückgewonnen und ich freue mich sehr für sie. Und sie wird ihren Weg gehen und es sind genau die Geschichten. Ich brauche keine Geschenke für meine Arbeit, aber es sind genau die Geschichten, die mir so viel Freude bereiten an meiner Arbeit und warum ich das tue, warum ich das liebe. Und genauso jemand wie sie bleibt mir garantiert noch länger in Erinnerung. Auch ohne Geschenke wäre sie das. Und mit bleibt sie natürlich auch noch optisch ein Stückchen länger bei mir. Denn ja, das kleine Bild wird zu meiner Ukulele kommen und damit werde ich es des Öfteren mal angucken. Ja, das ist alles so rund um diese kleine Geschichte, die hiermit quasi ein Ende findet.